Shalom zusammen. Laut der Urknalltheorie entstand das Leben und damit unter anderem auch der Mensch aus dem, was einst aus dem Urknall hervorgekommen ist, weswegen Atheisten damit automatisch glauben, dass sie ein Zufallsprodukt des Universums sind. Doch wer hat das Universum erschaffen und war für den Urknall verantwortlich, denn von nichts kommt nichts, weder Urknall noch Universum oder geschweige denn das Leben. In Jesaja 40 heißt es ab Vers 25: Mit wem wollt ihr mich denn vergleichen, dem ich gleich sein soll, spricht der Heilige. Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese erschaffen? Er, der ihr herabgezählt herausführt, er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Wenn wir uns die antiken Pyramiden von Ägypten oder die hohen Wolkenkratzer von heute anschauen, würden wir niemals auf den Gedanken kommen, dass diese Bauwerke irgendwie zufällig entstanden sind, da man solche Bauwerke natürlich genau planen muss, so wie auch das Universum, die Erde und das Leben nicht zufällig entstanden sein können, weil auch die Schöpfung einem Plan zugrunde liegt und kosmischen Gesetzmäßigkeiten untergeordnet ist. Im ersten Buch Mose heißt es in Kapitel 1 ab Vers 1: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Es war also Gott, der das Licht aus der Finsternis rief, der den Kosmos aus dem Chaos erschuf und der Ordnung in die Unordnung brachte, nämlich durch das Wort Gottes, denn die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Deswegen heißt es in Johannes 1 ab Vers 1 über die Schöpfung: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieser war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe, das Wort Gottes, ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Im Anfang wurde auch die Zeit erschaffen, denn vor dem Anfang der Schöpfung durch das Wort Gottes Jesus Christus existierte keine Zeit, weil Gott zuvor nichts Vergängliches erschaffen hat, da Gott selbst ja auch keinen Anfang hat, sondern der Anfang ist, weswegen Jesus in Offenbarung 1 Vers 17 und in Kapitel 22 Vers 13 folgendes sagte: Siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Alles, was beginnt zu existieren, hat eine Ursache, weil nichts ohne etwas beginnen kann zu existieren. Doch wenn etwas ewig und zeitlos ist, dann braucht es für dessen Existenz keine Ursache, so wie der ewige, zeitlose Schöpfergott der Bibel die Ursache ist für alles, was existiert. Jesus hatte bei der Schöpfung Gottes also von Anfang an seine Finger im Spiel, weil Jesus der Anfang ist, durch den alles, was nach dem Anfang kam, erschaffen wurde, auch die Zeit, die genauso vergeht wie das Leben der Menschen. In Hiob 11, Vers 20, in Sprüche 10, Vers 27 sowie in Kapitel 14, Vers 32 und in Prediger 8, Vers 13 steht geschrieben: Die Augen der Gottlosen verschmachten, und ihre Hoffnung ist das Aushauchen der Seele. Die Furcht des Herrn verlängert das Leben, aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Der Gerechte aber ist auch im Tod getrost. Dem Gottlosen wird es nicht gut ergehen, und er wird dem Schatten gleich seine Tage nicht verlängern, weil er Gott nicht fürchtet. Eine der Lieblingsfragen der Atheisten ist die Frage: Wenn Gott das Universum geschaffen hat, wer hat dann Gott erschaffen? Nun, die Atheisten können aufgrund ihrer mangelnden Vorstellungskraft eben nicht nachvollziehen, dass man die Grenzen oder Gesetze, die geschaffene Dinge oder geborene Wesen ausgesetzt sind, nicht auf den ewigen Schöpfer beziehen kann, der diese Grenzen und kosmischen Gesetze festlegte. Der britische Theologe und Priester Keith Ward sagte im Jahr 1996 folgendes über diese Frage nach dem Schöpfer der Schöpfers: Wenn man fragt, was das Universum verursacht hat oder warum es so ist, lautet die theistische Antwort, dass Gott das Universum ins Leben gerufen hat, um eine Reihe großer und unterscheidbarer Werte zu verwirklichen. Wenn man fragt, was Gott verursacht hat, lautet die Antwort, dass nichts eine Realität entstehen lassen könnte, die die Raumzeit vollständig überschreitet. Wenn man eine solche Idee nicht begreift,
versteht man nicht, was Gott ist. Solange man also den Gott der Bibel mit Begrenzungen ausstattet, die Gott laut Bibel nicht hat, ist es der Verstand der Atheisten, der begrenzt ist, weil die Vorstellung eines Schöpfers ihre Vorstellungskraft zu übersteigen scheint, denn der Gottlose sagt in seinem Hochmut, er wird nicht nachforschen. Alle seine Gedanken sind, es gibt keinen Gott, also warum an die Bibel glauben? Auch der US-amerikanische Mordkommissar und christlicher Apologet Warner Wallace beantwortet die Frage nach der Erschaffung Gottes folgendermaßen. Unsere Definition von Gott ist der unerschaffene Schöpfer des Universums. Die Frage zu stellen, wer den unerschaffenen Schöpfer geschaffen hat, ist ähnlich, als wenn man fragt, was für ein Geräusch die Ruhe macht. Versteht ihr, was ich meine? Unsere Vorstellung von Ruhe schließt diese Frage nach dem Geräusch der Ruhe aus. Und genau dasselbe machen wir, wenn wir die Frage nach der Erschaffung des unerschaffenen Schöpfers des Universums stellen. Denn Gott ist eben nicht abhängig von Zeit, Raum oder Materie, weil Zeit, Raum und Materie abhängig von Gott sind, weil Gott im Anfang die Zeit festlegte, den Raum erschuf, nämlich die Himmel, und auch die Materie auf der Erde. So wie ein Computer ohne Strom nicht läuft, so kann auch der menschliche Körper ohne Geist nicht leben, weswegen wir etwas brauchen, das unseren Geist wieder auferweckt, wenn wir sterben. Doch während die Gläubigen zum ewigen Leben auferweckt werden, so wartet auf die Gottlosen das Gericht. Deswegen sollen wir die Gottlosen auch nicht um deren Reichtum beneiden, denn alles, was vergänglich ist, kann uns kein ewiges Leben schenken. Im Psalm 73, Vers 12, in Kapitel 119, Vers 53 und in Sprüche 24, Vers 19 steht geschrieben: Siehe, das sind die Gottlosen, denen geht es immer gut und sie werden reich. Zornglut hat mich ergriffen wegen der Gottlosen, die dein Gesetz verlassen. Die Schlingen der Gottlosen umgeben mich, aber ich vergesse dein Gesetz nicht. Erzürne dich nicht über die Übeltäter, sei nicht neidisch auf die Gottlosen. Denn auch wenn sich die Gottlosen sehr viel materiellen Reichtum angeeignet haben, so gibt es keinen größeren geistlichen Reichtum, als den einzig wahren Gott zu erkennen, der durch seinen Sohn Jesus Christus die Schöpfung mit dem Schöpfer versöhnt hat, nämlich durch das Blut des Lammes Gottes am Kreuz. Und weil Jesus laut Bibel das Licht der Welt ist, verstummen die Gottlosen in der Finsternis, denn der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Deswegen sagte Jesus in Johannes 15 ab Vers 5: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Gute Früchte bzw. gerechte Werke entsprechen nicht dem, was diese Welt in diesem gottlosen Zeitalter unter gerechten Werken versteht, sondern indem man die gerechten Gebote Gottes hält, die nicht von dieser Welt, sondern aus dem Himmel stammen, damit Gottes Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Doch weil das heute nicht der Fall ist und die Gottlosigkeit überhand nimmt, ist es wichtig, die Menschen vor dem Gericht Gottes zu warnen, so wie es auch Jesus getan hat und die Apostel getan haben. Im 2. Petrusbrief lesen wir, wie Gott mit gottlosen und gerechten Menschen umgegangen ist und zukünftig umgehen wird. So heißt es in Kapitel 2 ab Vers 5: Und wenn er die alte Welt, nämlich Gott, nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkünder der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte und auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit er sie künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte, während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war, so weist der Herr die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Nur weil jemand nicht an Gott glaubt, was schlimm genug ist, heißt das noch lange nicht, dass die Gottlosen nicht von Gott gerichtet werden, auch wenn das Gericht laut Bibel beim Volk Gottes beginnt, da wir alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen werden. Und auch wenn in der letzten Zeit, also heutzutage, viele Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln, werden wir als Christen weder unseren Glauben aufgeben noch unsere Hoffnung verlieren, denn die Wahrheit wird ans Tageslicht kommen und das wahr ist und bleibt der auferstandene Sohn des lebendigen Vaters im Himmel,
Jesus Christus. Amen.